Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stunde der Kritiker. Mein Name ist Jörg Langer hier in München. Und aus Vancouver meldet sich Heinrich Lenhardt. Und zusammen wollen wir ein weiteres Mal eine Stunde lang ein neues Spiel, unabhängig voneinander, ohne großes Vorwissen und ohne die Anleitung zu lesen, spielen. Tiefschürfende Analysen des Gesamtspielerlebnisses und der Langzeitdauer-Motivationskurvenkrümmung können Sie woanders kriegen. Wir interessieren uns nur für die erste Stunde eines neuen Spiels. Der aktuelle Delinquent ist so ein Spiel, auf das nun wirklich jeder wartet, der irgendwie eine Konsole besitzt und auch die, die keine Konsole besitzen, GTA 5. Und das Spiel hat wirklich lange auf sich warten lassen und man fragt sich, naja, die Konsolen sind immer noch dieselben als damals vor vielen, vielen Jahren, als das Vierer rauskam. Und auch die beiden Episodes of Liberty City haben sich ja jetzt nicht unbedingt grafisch weiterentwickelt. Ist da noch Luft nach oben? Hat man überhaupt als jemand, der die Serie nicht schon auswendig kennt, hat man da überhaupt noch Chancen und das Verlangen, sich da einzuspielen? Ich bekenne ganz offen, GTA ist nicht eine meiner Kultserien, die ich von Anfang an geliebt habe. Das allererste GTA wurde mir in einem Pub während einer ECTS noch als kleiner, junger PC-Player-Redakteur vom damaligen Publisher vorgestellt und ich dachte nur, hä, soll das denn von oben irgendwelche Micro Machines? Ach, und es gibt noch Missionen. Und erst mit GTA Vice City ging es dann bei mir persönlich vom Interesse her so richtig los. Das letzte Grand Theft Auto, was ich also so richtig länger freiwillig von Herzen gespielt habe, das war Vice City auf der PlayStation 2. Das war so spielerisch gerade richtig, hat mir auch natürlich vom Szenario gut gefallen in 80er Jahre und was nicht alles. Und herrlich war es und da war die Serie auch noch schon frisch und aufregend. San Andreas, da habe ich echt dann die Lust ein bisschen verloren, das war nicht mehr mein Ding. Und Grand Theft Auto 4, ich habe das nie wirklich richtig länger gespielt. San Andreas fand ich großartig, GTA 4 habe ich gerne gespielt und auch The Ballad of Gay Tony. Und insoweit bin ich jetzt sehr gespannt, aber wie gesagt, kein hündischer Verehrer der Serie. Und die meisten GTAs habe ich auch nie durchgespielt, weil es dann doch immer dasselbe war. Also ich bin wirklich jemand, der ungefähr weiß, um was es da geht. Also böse Jungs klauen Autos und ballern ein bisschen in der Gegend rum. Aber ich bin jetzt durchaus dafür zu haben, mich neu überwältigen zu lassen. Wir wissen, es soll natürlich wieder eine große, tolle Spielwelt haben. Los Santos mit Umgebung. Es wird so frei nach Hollywood und sonstigen Sachen diverse Versatzstücke darin geben. Und wir wissen, dass es gleich drei wichtige Charaktere geben soll, zwischen denen man wohl auch umschalten kann. So, und die Kinder schicken wir jetzt wirklich ins Bett. Jetzt kommt ein Spiel für die Großen. Obwohl es mich jetzt schon wurmt, dass als es beim Abholen im Laden keiner meinen Ausweis sehen wollte. Noch ein kleiner Hinweis. Ich spiele auf der Xbox 360. Ich glaube, Heinrich auch, bin mir nicht ganz sicher. Und wir werden den Prolog, von dem ich vom Kollegen Braun weiß, der das schon testet, werden wir überspringen. Beziehungsweise wir werden ihn spielen und werden dann aber erst nach Ende des Prologs mit dem Aufzeichnen beginnen. Ja, und apropos Aufzeichnen, legen wir mal los in Los Santos. Wir haben jetzt gerade hier den kurzen Prolog überstanden und befinden uns auf einer Psychiater-Couch, wenn ich das richtig sehe. Seht auch die Einblendung, die Credits kommen gerade. Gerade gab es einen Einsatz im Winter, 9 Jahre zuvor. Ein Heist, ein Banküberfall, der schrecklich schiefgegangen ist. Und jetzt sind wir hier offensichtlich am Strand, auf einer Couch. The same time next week? I guess. Oh. So ein bisschen Sopranos-mäßig. I'm not too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Ja, und das sind sie wieder, die fantastischen GTA-Texte.
Okay, wir klauen jetzt die Autos oder was machen wir genau? Ich bin ein bisschen verwirrt. Das sind auch jetzt hier ganz andere Jungs als in der Vorgeschichte. Oh, das sind wichtige Infos. Wie kann ich bei meinem Premium Cabrio das Dach öffnen, schließen? Okay, ja, der steuert sich hier ganz schnittig. Und jemand ruft an. Und ich bleibe wohl unfallfrei. Moment. Ich muss noch abbiegen. Ah! Wie war das? Wer aufhört, ist immer schuld. Okay, also ich soll den anderen verfolgen. Und ich habe eine Special Ability. Aha. Also, dass da links oben Hinweise angezeigt werden zur Steuerung, finde ich klasse. Es wäre natürlich viel besser, wenn das Spiel da vielleicht mal kurz anhalten würde, weil ich so auf die Straße achten und dann hier noch das Kleingedruckte lesen. Okay, ups. Oh, okay. Schöne Frau, nichts passiert. Wo ist die Hupe? Da ist die Hupe. Ganz wichtig. So, also, wir nehmen die Verfolgung wieder auf. Es schaut ja schnittig aus. Und so weiter. Jetzt muss man noch gucken, dass wir hier. Unfallfrei. Ja, was packt der denn auch mitten auf dem. Oh. Super. Fängt ja gut an hier. Sehr direkte Steuerung übrigens. Im Vergleich zu dem eher schwammigen GTA 4. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. Ja klar, jetzt wird mir erstmal hier die Stadt gezeigt, soweit ich das sehen kann. Ist die Weitsicht relativ gut. Es ploppt jetzt auch nicht ständig irgendwas auf. Ach, Bremsen ist für Verlierer. Ja, einfach mal langsam fahren. Ich die mal alles kaputt machen. So. Also da hat der GTA 4 geruhsamer angefangen, wenn ich das sagen darf. Durfte man erstmal so ein bisschen ganz normal Auto fahren nach der Ankunft im Hafen. Ah, geh doch da weg, hier komm doch ich. So, aber jetzt mal Gas geben. Ah, fuck. So. So, bremsen kann ich auch. Da muss man ja. Die steuern sich ja zickig, diese Rennsemmeln. Ich weiß schon, warum ich hier mit im wirklichen Leben immer nur brave Kompaktautos fahre. Ne? So ein bisschen gutmütiger. Hat überhaupt nichts mit den Kosten zu tun. So. Ach, dieses Grünzeug ist eben eine Sichtbehinderung. Das kann man auch mal wegräumen. Ja. Okay. Klingt ähnlich panisch wie mein Fahrlehrer damals. Rechts abbiegen! Okay, ein großer Bus. So. Mann gegen Bus. Der öffentliche Nahverkehr gewinnt. Da bist du reingefahren. Ja, oh, yo! Und jetzt? Darf ich damit einfach fahren, oder? Jetzt muss ich hier irgendwie entkommen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sagt mir jemand, wo es rausgeht. Das sind auch nicht die schlauesten Cops der Welt, oder? Halt! Was, wo muss ich denn hier hin? Ich verstehe gar nichts. Aber das Navi ist es dreidimensional. Ach. Ja, und die sind doch wieder ganz schön aggressiv. Okay.
Ja, das war ein... Oh Gott, hoffentlich hält die Karre durch. Die übrigens sehr schön aussieht. Also auch diese... Blechschäden sind sehr gekonnt. So, wie war das? Man... Ob das jetzt eine gute Idee war? Man muss irgendwie aus der Sichtweite kommen. Ihr glaubt doch nicht, dass ich hier Texte lese. Oh, hoffentlich... Okay. Ja... Das war einfach mein Trick, um außer Sichtweite zu kommen. Habe ich doch gut gemacht, oder? Ah, seht her oben links. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Musste es so ein langweiliges Modell hier sein? Was soll denn das hier sein? Ugh. Ein Dinkerblister. Sowas kriegt man, wenn man bei Alamo die günstigste Autoklasse aus Versehen nimmt, weil man hoffte, dass sie einen aus Mitleid upgraden werden. So. iFruit-Applikation. Ja. Achso, jetzt habe ich sogar ein Ziel, oder was? Okay. Fahre ich einfach mal dem Navi nach. Ich möchte aber viel lieber cruisen gehen. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Mission fehlgeschlagen, nur weil ich einen kurzen Umweg nehme. Okay. Ach, so schlage ich. Wunderbar. Eigentlich wollte ich rennen. Das geht mit A. Ach so, das ist mein Auto. Ja, ja, ich dachte schon. Eigentlich hätte ich es lustig gefunden. Ich habe mir dann nur schon gedacht, das kann doch nicht sein. Mein eigenes, unverwechselbares Auto. Ich fahre... Das ganze Spiel über diesen Kompaktwagen. Naja, gut. So macht das etwas mehr Sinn. Parken? Komm, das war nur ein kleiner Blechschaden. Ach, jetzt haut mich der Taxifahrer. Ich glaube, ich spinne. Wie geht das? Wie hau ich ihn? Nee, ich kann ihn nicht hauen. Ich muss zurück ins Auto. Okay. Also, ich habe ja kaum die Stoßstange touchiert und schon wird er hier ganz wütend. Ja, ja, lass mich halt auch in Ruhe. So, ich will nämlich hier nur parken. Oh, noch mehr. Ups, Sekunde. Ich will ja meine Mission machen. Jetzt lauf mir nicht dauernd vor den Kühler, mein Freund. So, haben wir es jetzt? Noch jemand? Oh, noch ein Auto. Okay. Jetzt fahren wir noch ein bisschen rückwärts. Lalalala. Okay. Also, Home Sweet Home. Wo soll ich hin? Verfolgst du mich jetzt immer noch? War das jetzt nicht Abschreckung genug? Also. So, also. Kinder, so, ihr habt jetzt alle weggeguckt. Gut, also. Wo ist die Markierung? Wo soll ich parken? Rechts ist mein Haus. Wo ist das Haus? Das ist der Parkplatz? Nein, das ist nicht der Parkplatz. Das ist der Vorgarten. Da ist doch... Ich liebe diese entspannte Musik dazu. Ist doch gleich viel besser. Okay, hier ist meine Garage. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, Garage, alles vergessen. Klappe zu. Alle weg. Und tatsächlich, Cutscene. Chaos in der Tempo 30 Zone. Großer Spaß. Also. Snapmatic? Ist das schon wieder? Ah, schön. Solche Bilder bringe ich aus dem Urlaub mit. Okay. Zum S-Fahren als nächstes. Die Karte rufe ich. Ach, das sind die Kameraperspektiven auf der Back-Taste. Und hiermit rufe ich die Kamera auf. Da kenne ich aber erstaunlich viel schon von der Stadt. Ach Gott, das ist alles kompliziert. Genau. Ah ja, so mache ich weiter blättern. Zoomen ging doch. Wie ging denn Zoomen? Ah, ach, ich muss erst auswählen. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie groß die Karte wirklich ist. Das wird sie doch wohl hoffentlich nicht nur sein, oder? Die Abmessung, die mit... Na, nach oben geht's ziemlich weit. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. Auch hier wirklich klasse gemacht. Richtig fließen, da gibt's keinen Ruckler. Wenn man da reinläuft, dass jetzt die automatische Kamera übernimmt.
Und ganz ehrlich, also es ist keine High-End-PC-Grafik, aber das sieht doch alles schon sehr schön aus. Hochauflösende Texturen für Konsolenverhältnisse, also für This-Gen-Konsolenverhältnisse. Es ist auch so, dass das Spiel eine Zwangsinstallation macht, was garantiert die HD-Textures sind auf Xbox 360, wo ich es hier spiele, und man dann trotzdem nochmal installieren kann, freiwillig. Also sprich, diese Zwangsinstallation ist mit ziemlicher Sicherheit nur das Texturenpaket, also es scheint gar keine Low Textures zu geben. Und das Spiel passt aber auch auf zwei DVDs, was mich jetzt eher überrascht hat. Ich glaube, Max Payne, das neueste, hatte, Max Payne 3 hatte drei DVDs, wenn ich mich nicht täusche. Franklin hier has been awarded Employee of the Month. Schaut fassungslos. Gut, altes Thema ist, warum nur englische Sprecher, aber es gibt halt unglaublich viele Sprecher und die Stimmen sind bislang auch schon wieder super. Insoweit muss man hier einfach als jemand, der sich mit dem Englischen nicht so wohl fühlt, mal wieder damit leben, dass man nur Untertitel bekommt. Was schon nervt, also wenn man da fährt und dann soll man noch was verstehen, was die quatschen. Und natürlich auch die Radiosendungen gehen an einem vorbei, also die mit Moderator sind. Ist das so oder sind die auch untertitelt? Ja, better check that. Was haben wir denn für E-Mail? Okay. Ah, muss ich jetzt aber genau hingucken. Also wenn man auf einem kleineren Fernseher das spielt und ein bisschen weiter weg sitzt, dann muss man jetzt schon etwas kneifen, um das zu lesen. Naja, in einem hohen Alter, okay. Was? You always be my friend. Oh, wir können... Ist das die Ex-Freundin oder was? Wir werden immer Freunde bleiben, aber das ist es dann... Ach ja, wer hat das nicht schon mal... Und jetzt pick a response. Aber viel picken kann ich da nicht. Also ich habe ja eine Antwortmöglichkeit. Oh, das ist Robert Plant, Big Log. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich bleibe bei diesem Sender. Ich will ja, ups, Moment, rückwärts auspacken. Ich will ja gar nicht wissen, was der Langer sich für Radiosender eingestellt hat. Wahrscheinlich so, ne? Was so die Jugend halt so hört. So, da ist auf der Minimap ein S und das ist der, wie hieß er, Simeon oder so ähnlich, und der kürzeste Weg führt durch die Gasse, keine leichtsinnigen Fußgänger, super trotzdem, wenn man schon eine Hupe hat. Ja, dann fahr, komm, Opa, hier, mach mal, so, hier, okay. Kavalier am Steuer. Defensives Fahren. Hat mein Fahrlehrer damals viele graue Haare gekostet. Mich hat es eine Menge Geld gekostet. Aber am Ende des Tages, wann war es? Jetzt wurde die dritte Prüfung, ne? Und schon war der Führerschein im Kasten. Okay. Also etwas beschleunigen. Die Stunde der Kritiker ist ja jetzt heute nicht Verkehrserziehung, was wir machen, sondern Grand Theft Auto. Jetzt bin ich aber schon mal gespannt, ob ich es schaffe, bis zum nächsten Charakter zu spielen. Zumindest in der ersten Stunde. Warum halten die auch an Stellen, wo ich fahre? Weil ich ja von meinem Navi gewohnt bin, dass es mir die Straßennamen ansagt. Übrigens, Straßenschilder gibt's auch nicht häufig, oder? Naja, da ist der Marker. Ach, wie immer eigentlich. Es wird automatisch gebremst und wir sind an einem Strand. Ich habe ernsthaft nicht mitgehört oder gelesen, was meine Mission eigentlich ist. Völlig unverständlich natürlich für all die perfekten Spieler da draußen, die das viel besser machen würden. Es scheint eine Mission mit einem gewissen Gewaltanteil zu sein.
Das würden zwei junge schwarze Typen, die solche Jobs übernehmen wie Vehikel wieder zu beschaffen, deren Käufer mit den Raten nicht nachkommen. Das würden die jetzt im Radio hören. Cherry Rafferty in Baker Street, bin überzeugt davon. Ne? Anfang 20, voller Wut und Hormone. Das ist genau. Oh, guck mal nach, wie die Sonne und. Sehr schön, hübsch. Okay. Vielleicht, nee, was, welcher Knopf war das? Es gibt so viele Knöpfe in dem Spiel, okay. Vielleicht doch ein bisschen was Dynamischeres, oder? Ich glaube, so switche ich immer zum nächsten. Ah, ja. Aber vielleicht so ein bisschen Hardrock oder so. Mann, die reden aber viel, die Jungs, hm? Ist das wichtig? Muss man da jetzt immer zuhören? Ich bin jetzt zu sehr mit dem Radio beschäftigt, also. Bei Rockstar North gibt es jemanden, der schreibt gern Dialoge. Und es gibt keinen, der sich traut, ihm zu sagen, weniger ist manchmal auch mehr. Starkes Auto-Aim. Was für mich natürlich gut ist. Also man muss echt nur halbwegs in die Richtung halten. Und dann wird das schon was. Also einfach, wenn er kommt, in die ganz grobe Richtung und schießen. Und schon hat man's. Das war ganz nett. Und er sucht sich auch die nächste Deckung ein paar Meter weit. Warum er jetzt gerade nicht dran rennen wollte, verstehe ich nicht. Was der da mit dem Rücken zu uns wollte, verstehe ich auch nicht. Und warum ich nie nachladen muss von Hand, verstehe ich auch noch nicht. Aber man kann nicht alles verstehen auf Anhieb. Aber das Schießen ist wirklich babisch. Okay. Der explodiert gleich. Mal lieber in Deckung gehen. So. I'm still breathing, homie. Also, was war das? Ich kann nicht mal den Zaun hochklettern. Ach, ich habe mehrmals gedrückt. Ja, einmal drücken. Jetzt hatten wir gerade den Country-Sender im Autoradio entdeckt. Und... Das ist aber nicht nett. So, was machen wir hier? Oh nein, okay, ist ja gut. Was? Ich habe mich da nur hingestellt. Ach, ich habe einen Alarm ausgelöst in der Nachbarschaft? Das war jetzt aber schwach. Ich habe mich nur hingestellt und überlegt, könnte ich das Auto jetzt mir einfach so nehmen? Aber ich habe es ja nicht gemacht. Zur nächsten Deckung. Oh, da bewegt sich einiges. Okay, also einmal. Oh, was schießt denn da? Was? Wie? Jetzt bin ich aber doch etwas. Also diese Anzeige links unten, die rot. Was? Wo ist ein Gas Trail? Diese rote Anzeige, das ist sicher kein Grund zur Beunruhigung, oder? Ist gerade hier die Zielhilfe etwas im Weg. Also wie war das? Ich soll auf den... Ah, und jetzt... Guck dir das an, das Benzin. Ja. Es brennt. Oh, soll gleich die Deckung wieder gehen? Und explodiert auch irgendwann was? Nö. Enttäuschend. Na, immerhin. So, jetzt bin ich in meiner Deckung mit wenig Lebensenergie. Viele rote Pünktchen. Aber keiner. Da war doch noch einer. Wo muss ich hin? Oh. Ach, das blaue. Ja. Dude. Ja, du lebst ja noch, also. Da ist ein blaues Pünktchen auf der Karte. Der Biker escaped.
Ah, das war das blaue Pünktchen auf der Karte. Da war ein Biker, der ist entkommen. Ich habe da keinen Biker gesehen. Wir müssen uns erstmal. Oh, das wird jetzt spannend. Fahrprüfung. Hi, Baby. Back it up nice instead. Ah, und dafür ist es natürlich. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the life. Das war nice and steady. This was not how I saw my day going. Ach Gott. Keep an eye on the car. Even think about touching that dial. Don't you go absolutely. Und der schlingert es da natürlich ein bisschen rum. Das ist nett. Das ist wie mit einem Beiboot hinten dran. So, und wo ist mein Wagen? Den ich dort geparkt hatte. Hier muss ich doch rein, oder? Ne, eins weiter. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Ja, die ist groß genug. Und wie mache ich das? Mit rechts. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Okay, Tonja. Tanja. Kann er jetzt nicht mal irgendwann in eine Sackgasse fahren, so aus Mitleid? Also irgendwie sind wir jetzt hier ganz woanders. Oh, das Hollywood. Ach, wie schön. Aber ein bisschen Sightseeing kann man dabei machen. Das ist ja auch gut. Da komme ich jetzt wirklich nicht näher. Und der Gegenverkehr macht es auch nicht leicht. Der geht doch mal alle weg hier. Keine gute Idee. Keine gute Idee. So, das gehören wir mal hin. Und. Kurz, dass der zeigt. Das ist er doch, oder? Kann ich den nicht einfach rammen? Wäre das nicht einfacher, bis ich jetzt wieder die Schusstaste. Ah, das ist cool. Und das ist doch hier diese Slow-Mo. Und dann kann ich jetzt schießen. Und wie schieße ich? Diese Sonderfähigkeit, damit ramme ich ihn jetzt. Komm. Juhu! Oh, sieht das geil aus. Entschuldigung, es ist aber nur so befriedigend, weil ich diesen Schlunz jetzt hier irgendwie fünfmal und beinahe und. Ja, und das geht auch, ne? Also man muss nicht. Wie geht das mit dem Zielen und Schießen? Ach so. Okay, linker Bumper und dann während des Fahrens. Ach Gott, oh Gott, wer macht denn sowas? Okay. Pff. Ja, vielleicht ein paar Kratzer, aber mein Gott, Mission erfüllt. Da wollen wir jetzt mal nicht so kleinlich sein. Ach, wie niedlich. Oh, guck mal, das ist ja cool. Das ist ja eine. Guck mal, die schönen Aussichten hier. Okay, also nicht vom Hügel fallen, aber. Ich falle jetzt nur gleich aber vom Moped, weil. Oh, also diese Radiosender teilweise. Okay. So, wir haben weniger Knautschzone, also zurück in die Stadt und dabei ein bisschen mehr auf den Verkehr achten. Aber so, er lenkt sich ja ganz knuffig, also sehr, sehr griffig und. Was ist denn? Ah. Das brauche ich in diesem Moment natürlich nicht. Also jeder Charakter hat wohl eine Fuku. Hat eine Spezialfähigkeit. Bei mir ist das so ein Matrix-Bullet-Time-Modus. Ich bin natürlich auch so nah an ihm dran, jetzt sehe ich ihn nicht. Wegen der Unterführung, da ist er. Ja gut, so. Schnittig ist das Ding natürlich nicht. Uah.
cops on their cell phone as soon as they made the ransom call. Triangulated. Nee. Oh. Das ist ja lustig. Surveillance, my nigga. Man, take time. Go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Warum brauche ich jetzt den Hund? Ich kill ihn doch einfach. Und woher weiß der Hund, wen... Ach, er rennt schon wieder. Ach, das ist ja lustig. Wie mache ich das nochmal? Halt. Halt, halt. Wie ging das? Ich weiß nicht mehr, wie ich das mache. Ihr habt es mir nur einmal kurz gezeigt. Das war in der... Indem du... Okay. Das natürlich jetzt hat eine gewisse Lustigkeit. Und jetzt? Hä? Okay. Okay, hier drin irgendwo. So, oh, wir nähern uns auch dem Ende der Stunde. Er hat was gefunden. Es tut mir leid, aber das ist eine der lustigeren Szenen, die ich in einer langen Zeit in einem Computerspiel erlebt habe. Okay, ja. Achso, ich muss ihn jetzt auch noch... Ah, da wäre zwar der Simeon, aber erst... Die Sonne geht auf und... müssen wir uns halt die Zeit vertreiben und hier ist ein Waffengeschäft. Haben die schon offen? Muss irgendwie die Zeit totschlagen. So, was haben wir denn hier für eine? Jawoll. Aha, Rüstung und lauter gute Sachen. Was haben wir denn? Dann brauchen wir mal. Ammunition. Die habe ich doch schon. Was haben wir noch? Tränengas, Granaten. Granaten. Kann er ihn jetzt endlich mal auch fangen? Ach. Don't hump him. Bite his ass. Sei froh, dass er sich nur gebissen hat. So. Ach ja. Aber jetzt mal, also jetzt mal angenommen, dann könnte ich ja die Reaktion verstehen. Hier, Alter. Oh. Jetzt fühle ich mich aber richtig schlecht hier. Okay, kann ich dir jetzt aufhelfen oder? Oh, ich glaube, dafür gibt es keine. Es gibt keine gute Samariter-Taste. Okay. Also mit diesem. Mit diesem traurigen Anblick. Schließe ich meine Stunde ab. Das kann ja nicht sein. Okay, jetzt klauen wir noch mal schnell ein Auto und machen noch ein bisschen Rabatz. Hier. Roter Kleinwagen, immer gut. So, also jetzt hier ein bisschen erhabener. Und mit diesen Bildern... Oh, der fährt sich aber nicht schlecht. Oh, habe ich aber gut geklaut. Und mit diesen Bildern und dieser furchtbaren Musik... Und dann mal hier mal eine Stunde ausklingen lassen. Es stört hier wirklich keinen Menschen. Naja, ist ja auch gut, wenn ich mit meiner Fahrweise normal unterwegs bin, will ich auch nicht sofort festgenommen werden. Hier dieses Mafia, einmal über die rote Ampel oder zu schnell gefahren, Prinzip. Naja gut, dann heizen wir einfach noch so durch die Gegend. Vielleicht kriege ich ja einen Stunt oder einen Überschlag oder irgendwas hin. Wie gesagt, es geht mir nur um einen würdigen Schluss fürs Video. Aber wie irgendwann mal sicherlich schon erwähnt, ich würde mich schwer wundern, wenn das Areal nicht doch noch größer werden würde. Ah, die Polizei hat mich endlich bemerkt. Ja klar, jetzt sind wir in den Villenvierteln.
Nein, sie... Zwei Sterne, aber sie blinken schon wieder. Ja, das macht doch Spaß hier, oder? Ja, und ein Reh noch überfahren. Na endlich, hallo, wo bleibst du denn die ganze Zeit? So, aussteigen. Okay, jetzt habe ich ja doch noch meine... Oh, übrigens, ich kann mit dem Auto kaum noch steuern. Also das Schadensmodell, schaut euch das an, der Reifen ist hier klemmt. Das Schadensmodell ist nicht nur optisch, kann ich hiermit verkünden. So. Na, dann habe ich doch meine Verfolgungsjagd noch. Oh. Ich habe doch keine Waffe. Ihr könnt euch einfach auf mich schießen. So. Außer Gefecht. Und noch ein bisschen was vom Spiel gesehen, von der Spielwelt. Na, da hatte ich sie doch noch, meine Verfolgungsjagd am Ende. Ganz schön schwer, diese Polizei auf sich aufmerksam zu machen, wenn man es mal möchte übrigens. Aber es hat ja dann noch geklappt. Also, der ersten Stunde merkt man auf jeden Fall an, dass es dieses Spiel nicht nötig hat, verzweifelt nach neuen Zielgruppen und Einsteigern Ausschau zu halten. Wozu auch, es gibt zig Millionen Leute, die blind an Tag 1 Geld für die neue Fortsetzung hinlegen. Und ja, so sehr das jetzt auch die alten Fans überhaupt nicht tangieren mag, ich muss es schon mal sagen, jemand, der also die Serie jetzt nicht innen auswendig kennt, der hat's echt schwer. Spielerisch fängt das Ganze völlig anders an als der letzte Teil, also der letzte Hauptteil, GTA 4, wo man ja eine ruhige Fahrt vom Hafen erstmal in die Stadt rein hatte. Ganz anders, man ist mitten in einem schießwütigen Bankraub und hat die ersten 30 Morde schon verübt, bevor das Spiel richtig losgeht. Aber es scheint ja durchaus wichtig zu sein, weil es da den ersten Charakter gibt und vielleicht auch mehr als einen, den man noch spielen wird. So, dann habe ich gleich noch ein Problem. Diese Charaktere am Anfang und es gibt ja eine kurze Vorgeschichte, bevor unsere Stoppuhr läuft, so eine Art Prolog. Das sind irgendwelche Typen, die rauben eine Bank aus und dann der Typ beim Psychiater und dann die beiden schwarzen Jungs und es ist ein grausiges Rumgehoppe. Also in der ersten Stunde habe ich null Gefühl wirklich für die Charaktere und die Helden, obwohl dauernd rumgequasselt wird, ist natürlich jetzt unter Vorbehalt. Ich weiß, es ist ein riesiges Spiel, da gibt es noch viel Zeit und Möglichkeiten, die Charakterentwicklung ordentlich hinzukriegen, aber ganz ehrlich, das hat man schon mal besser gemacht. Ich bin richtiggehend beeindruckt, was da teilweise technisch aus den ollen This-Gen-Generationskonsolen noch herausgezogen worden ist. Es gibt zwar Tearing, wenn man genau hinschaut, auch gerade bei so Szenen, wo er ab und zu dann selbst die Kamera schwenkt, ist das zu beobachten. Also wenn man gerade nichts tut. Aber was so Texturschärfe und Detailliertheit anbelangt, die Weitsicht, ob es jetzt 60 Frames sind, wage ich ganz stark zu bezweifeln, aber es ist flüssig genug, um sauber zu steuern. Also ich muss schon sagen, technisch schon mal ganz beeindruckend, was da Rockstar North gelungen ist. Jetzt muss ich doch mal was Nettes über Grand Theft Auto 5 sagen. Also zum einen, es sieht absolut fantastisch aus. Da gibt es sicher eine Menge von Spieleentwicklern, die an Next-Gen-Launch-Titeln arbeiten, die das jetzt sehen und sich denken, oh Backe. Also meine alte Xbox 360 sieht aus, als hätte sie eine Xbox One verschluckt und nur das Kinect rausgespuckt. Also ernsthaft, also die Teils der Spielwelt, das Tempo beim Fahren, da wird auch nichts irgendwie groß nachgeladen. Was ein ganz großes Highlight ist, aber das war schon im Prinzip fast seit GTA 3 so, diese unglaublichen Dialoge, diese lustigen, natürlich immer überzeichneten Charaktere,
denen es natürlich auch an Selbstironie komplett mangelt. Das funktioniert nur deswegen so gut, weil die halt bar jeder Selbsterkenntnis ihre Prototyprolle da abspulen. Aber also die Dialoge sind wirklich meisterhaft. Also, und ebenfalls natürlich wieder fantastisch. Ich habe sie nur am Rande ein bisschen durchprobiert bislang, ist die Vielzahl der lizenzierten Musikstücke, die dann in, keine Ahnung, 20 Sender gesteckt wurden, die man während des Fahrens sich anhören kann. Also allererste Sahne. Steuerung soweit, alles schön und gut. Wie gesagt, es sind viele Knöpfe, es ist fast ein bisschen viel auf einmal, aber die Vehikelsteuerung ist wirklich 1A, die ist auch ziemlich unkompliziert und es fühlt sich einfach gut an, die verschiedenen Fahrzeugtypen, das passt. Also man merkt, die machen das schon seit ein paar Tagen und haben das ziemlich perfektioniert, was das Fahrgefühl bei den Autos und anderen, den Motorroller und so angeht. Zu Fuß-Action jetzt soweit, der erste Eindruck, also für Grand Theft Auto-Verhältnisse wirklich gut. Es gibt aber Third-Person-Shooter, die spielen sich irgendwie griffiger. Also ich kann mir nicht helfen. Ich habe da noch nicht so recht das Gefühl dafür und die Drehungen so ein bisschen hüftsteif noch und das Schießen und dann wieder Zielhilfe. Was mir momentan positiv auffällt, was ich aber, glaube ich, dann, wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe, doch eher abschalten würde, wenn das überhaupt geht, ich habe noch nicht geschaut, das ist diese Zielhilfe, weil die, also da geht es nicht nur darum, wie bei Max Payne das Fadenkreuz so ein bisschen zu korrigieren, wenn man eh schon fast auf dem Gegner ist, nein, also das Fadenkreuz ist hier und springt dann wirklich zum nächsten Gegner. Missionen und Spielspaß, ja, okay. Also natürlich sind diese Verfolgungsmissionen mein persönliches Kryptonite. Die mag ich nicht so sehr, da bin ich auch doof. Alle haben gut drüber gelacht. Ist halt mein persönliches Problem. Ich habe eine Menge persönliche Probleme, aber das gehört sicher dazu. Es war jetzt noch nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, ein Meisterwerk in Sachen Missionsdesign. Die Missionen scheinen mir routiniert zu sein, durchaus mit einem großen Lacher bei einer Story-Mission jetzt hier am Ende. Aber also vom Hocker reißen die mich noch nicht, das muss man sehen, vor allem dann, wie es mit den Rücksetzpunkten ist, weil das hat mich in früheren GTAs teilweise zu Verzweiflung gebracht. Am vielversprechendsten finde ich ja noch die ganzen Satire-Sachen, also mit den Radiosendern und die Werbespots und zu Hause kann man ja auch wohl am Fernseher sich Verarschungen auf TV-Shows angucken. Also da sehe ich eben im Moment fast eher den Unterhaltungswert als das, was man in den eigentlichen Missionen geboten wird. Was jetzt noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, was ich aber aus GTA San Andreas nur teilweise in guter Erinnerung habe, das sind die Skills. Also man muss ja jetzt wohl wieder rennen, um sich im Rennen zu verbessern, schwimmen, um seine Lungen oder tauchen, um seine Lungenkapazität zu verbessern. Und genau das mit dem Schwimmen habe ich wirklich in schrecklicher Erinnerung aus GTA San Andreas oder in die Muckibuden gehen und so weiter. Mal sehen, wie das hier gelöst ist. Das Spiel ist natürlich primär ein Fanservice und wer GTA liebt, der wird natürlich nicht enttäuscht sein oder nach der ersten Stunde sagen, naja, hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Es ist alles ein bisschen schwer, es ist alles ein bisschen zusammengepanscht, also ein etwas entspannteres Pacing zu Spielbeginn hätte mir zum Beispiel ganz gut getan. Und auch hier, ich fand GTA 4 da in der Hinsicht einfach stimmiger und hier ist alles ein bisschen schriller und hier noch mehr und tralala und over the top. Natürlich ist das Wichtigste bei einem Open-World-Spiel der sozusagen vierte oder wie auch immer Charakter, die Stadt, das Umland. Auch da habe ich noch nicht viel gesehen, aber technisch ist das alles in Ordnung, kein spätes Aufploppen und so weiter. Es könnte, ich habe es vielleicht schon erwähnt, etwas mehr Verkehr auf der Straße sein, aber ansonsten ist es alles herzallerliebst. Ganz klar zu erkennende Stadtviertel bereits. Es fällt mir auch auf, dass Red Dead Redemption Elemente drin sind, zum Beispiel der tiefe Schnee, den ihr jetzt nicht gesehen habt, im Prolog, wo man langsamer wird tatsächlich. Man hat auch dieses Reh, ist ja auch nicht unbedingt jetzt aus GTA, sondern eher aus Red Dead Redemption entliehen, das da rumsprang. Und das Schadensmodell scheint mir nicht nur optisch schöner zu sein als je zuvor in einem GTA, sondern es scheint sich auch stärker im Fahrverhalten auszuwirken. Aber das wird sich dann auch beim
etwaigen Weiterspielen zeigen. Womit wir bei der Frage der Fragen sind, Heinrich Lenhardt im fernen Vancouver, was machst du mit GTA 5? Spielst du es freiwillig weiter? Würde ich Grand Theft Auto 5 nach der ersten Stunde weiterspielen? Ja, vielleicht. Würde ich GTA 5 freiwillig in meiner privaten Zeit weiterspielen? Ja, natürlich. Aber es hat ja dann noch geklappt. Im Hintergrund fällt gerade ein Scheinwerfer um, aber alles wird gut.